Die aktuellen Neuigkeiten aus dem Disneyland Paris berichte ich euch nach dem Intro. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, letzte Woche gab es einige Neuigkeiten aus dem Disneyland Paris. Die bekommen wir ja immer zugeschickt von Inside Ears. Und es waren einige News und ich dachte mir, die packe ich jetzt einfach in dieses Video. Und zwar die Disneyland Paris News. Und wer neu hier auf meinem Kanal ist und sich verirrt hat und den Kanal noch nicht abonniert hat, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, auf die Glocke zu drücken, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und natürlich liken und kommentieren. Ja, ich fühle mich ja so ein bisschen wie Nachrichtensprecher hier mit meinen Notizen, fehlt noch dieses Einblenden. Vielleicht wird das irgendwann mal ausgearbeitet mit einem News-Design oder so. Oder ich hab's so unten, ne? So wie bei den Fernsehsendern, dass unten die News auch noch so langlaufen. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre auch cool. Aber erstmal so, weil es ist sehr provisorisch hier. Das Einzige, was ich dabei hatte, ist meine Kamera. Ansonsten kein Stativ, keine Lampen. Meine Belichtung besteht gerade aus dem Licht hier aus dem Wohnzimmer, einer Nachttischlampe, die sehr warm leuchtet, und zwei Handylampen, die kaltes Licht geben, damit es nicht ganz so warm wird. Und das Stativ besteht aus drei Büchern. Naja, man muss ja auch kreativ sein, ne? Es war nämlich eine spontane Aktion, dachte ich, so viele News, das nimmst du jetzt mal auf und lädst es hoch. Aber wie gesagt, die Rubrik wird wahrscheinlich dann auch in den nächsten Monaten und Jahren dann fortgeführt werden. Kommt immer darauf an, wie viel News aus dem Disneyland Paris kommt. Erste Neuigkeit ist die neue Show in den World Disney Studios im Studio D. Und zwar die Disney Junior Dream Factory. Genau, und das ist auch zurzeit neben Mickey's Feel Like Magic, das ja eigentlich so ein 4D-Kino ist, die einzige Show, die momentan läuft. Die Show ist eigentlich ausgerichtet für Familien mit kleinen Kindern, aber ich werde sie mir natürlich auch anschauen und auch jeder Erwachsene ist erlaubt oder kann sich diese Show angucken. Ist natürlich nicht exklusiv für Familien mit kleinen Kindern. Ich werde mir die Show natürlich Ende Juli, wenn ich da bin, anschauen und auch die ganzen anderen Neuigkeiten, die ich gleich berichten werde, werde ich mir Ende Juli anschauen und euch in den Vlogs darüber berichten, wie meine Meinung zu den ganzen Sachen ist. Ja, es ist eine interaktive Show, die ungefähr 20 Minuten dauert. Als Tipp, ich habe mich in den Social Media Kanälen schon mal ein bisschen umgehört. Also ihr solltet euch mindestens 45 Minuten bis eine Stunde vorher anstellen, bevor die Showzeiten sind. Die Showzeiten findet ihr übrigens auch in der App, wann diese Shows stattfinden, oder vor dem Studio D direkt. Wie gesagt, am besten so 45 Minuten bis eine Stunde vorher anstellen. Dann packe ich euch noch bei dem i ein Sneak Peek rein. Da könnt ihr euch die ersten Eindrücke von der Show oder könnt ihr euch einen Eindruck von der Show machen. Ich werde natürlich die Show auch in meinem Vlog zeigen ein bisschen. Ob ich sie komplett hochlade, weiß ich noch nicht. Aber ich habe mich tatsächlich nicht spoilern lassen. Ich habe mir die Show nicht im Internet angeschaut, nur ein paar Bilder gesehen und bei den Stories habe ich eigentlich immer weggeklickt, um mich nicht spoilern zu lassen, um unbeeinflusst die Show Ende Juli zu schauen. Aber wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr gerne bei dem i vorbeischauen oder bis Ende Juli warten, bis ich vor Ort bin. Und ja, Charaktere, die in der Show auftreten, sind Mickey, Minnie und Timon, sowie die Disney Junior Charaktere Vampirina. Ich muss sagen, ich habe mit den Disney Junior Charakteren nicht so viel am Hut. Also noch nicht, vielleicht ein paar Jährchen mit Kindern. Aber genau, also Vampirina und Fancy Nancy. Ich muss aber dazu sagen, Fancy Nancy habe ich mal auf dem Schiff gesehen. Kein Bild mit ihr gemacht, aber sie ist an mir vorbeigelaufen. Genau, das sind die zwei Disney Junior Charaktere, die ihr auch in der Show finden werdet. Ich denke, vor allem für Kinder, die zwei Charaktere kennen, wird das ein ganz, ganz tolles Erlebnis sein. Und das ist auch das erste Mal, dass diese Charaktere im Disneyland Paris zu sehen sind. Eben schon kurz erwähnt, Mickey's Philharmagic, das ist die zweite Neuigkeit, die ich für euch habe. Mickey's Philharmagic ist ja das 4D-Kino im Disneyland Park. Das findet ihr, wenn ihr bei Meeting Darth Vader ein bisschen weiter rechts lauft, im Discoveryland kommt dann das Theater. Das ist ja ein Film, der abläuft, wo Donald ganz, ganz viele Filme crasht mit ganz, ganz tollen Liedern.
Und ab 17. Juli findet ihr eine weitere Szene, und zwar eine Kokosszene mit dem Lied Un Poco Loco. Ich zeige euch jetzt hier auch zwei Bilder, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Das werde ich mir natürlich dann auch anschauen, wenn ich da bin, und ich bin sehr gespannt. Coco ist ja wirklich ein, finde ich, besonderer Film, gefällt mir sehr gut, und die Musik ist auch immer sehr catchy. Und ich bin schon gespannt, was Donald da für Faxen machen wird. Ja, die dritte Neuigkeit, die ich für euch habe: Goofy war shoppen und hat sich ein neues Outfit zugelegt. Und zwar im Frontierland könnt ihr ja Goofy treffen. Ich zeige euch jetzt hier mal ein Bild, wie er vorher aussah. Also wir haben ihn ja getroffen, als wir da waren, in seinem alten Outfit. Jetzt hat er sich ein neues zugelegt. Den Selfie-Spot findet ihr ja im, also der heißt Far West Legend Selfie-Spot. Und wie er jetzt aussieht, seht ihr hier. Das ist sozusagen die Art Zeichnung. Und den werde ich mir natürlich auch mal live Ende Juli anschauen. Neuigkeit Nummer 4, ich habe uns 5. Die neue digitale Experience, das neue digitale Erlebnis, was alles in den nächsten Wochen und Monaten digital möglich sein wird. Das erste ist der Hotel-Check-in in den Disney-Hotels. Der wird nämlich ab sofort übers Handy möglich sein. Also ihr loggt euch in der Disneyland Paris-App ein und geht dann bei meinem Konto auf meine Hotelbuchungen. Entweder ist es direkt schon abgespeichert, das hat dann Disney für euch gemacht, oder ihr könnt die Buchung auch hinzufügen mit der Buchungsnummer und dem Nachnamen. Und dann wird es möglich sein, 7 Tage vor Anreise oder ab 7 Tage vor Anreise online einzuchecken. Ich habe nämlich schon viele Fragen bekommen, und dann hat mir eine ganz, ganz liebe Followerin auf Instagram geschrieben, die hatte das nämlich schon sozusagen erlebt, durchlebt. Und sie meint, das ist super easy, das Einchecken funktioniert top. Was ihr dann was wir dann machen müsst vorab, ist dieses Formular ausfüllen mit euren Kontaktdaten, ausdrucken, mit zum Hotel bringen. Das erspart euch natürlich lange Wartezeiten für den Check-in. Ihr müsst dann einfach nur das Formular und die Buchungsbestätigung abgeben und bekommt dann eure Magic-Pässe, also wirklich ein ganz schneller Austausch. Und da ich Ende Juli auch in zwei Disney-Hotels bin, einmal im Hotel New York und einmal in der David Crockett Ranch, werde ich das natürlich in beiden Hotels austesten. Und ihr bekommt sogar eine SMS, wenn euer Zimmer bezugsfertig ist, also dass der Roomservice drin war. Das bekommt ihr dann per SMS mitgeteilt, weil die Magic Pässe habt ihr euch ja schon vorher abgeholt. Und im Hotel New York, der Art of Marvel, wird es möglich sein, über die App ein exklusives Meet and Greet mit Spider-Man zu buchen. Wie das alles funktionieren wird, kann ich euch noch nicht sagen. Das werde ich dann Ende Juli auschecken. Ein weiteres neues Feature in der Disneyland Paris App ist der Food Hub. Also was alt ist, ist, ihr könnt die Restaurants weiterhin in der App reservieren. Was neu ist, ihr könnt nach Kriterien filtern, also vegetarisch, ob ihr einen Mealplan habt, also Halbpension, welche Halbpension, es kommt ja darauf an, in welchem Hotel ihr schlaft. Das könnt ihr dann alles in der App rausfiltern, und dann werden euch alle Restaurants angezeigt, die zu eurem Zeitpunkt, wenn ihr da seid, offen haben. Und wann ihr dann reservieren könnt. Ihr könntet, und es ist zu empfehlen, Monate, also ihr könnt, glaube ich, weiß nicht genau den Zeitraum, aber ihr könnt auf jeden Fall schon Wochen vorher euer Restaurant reservieren, und das ist auch empfehlenswert. Ja, aber die nächste Neuigkeit, die immer noch zu den digitalen Neuigkeiten gehört, wurde sehr viel diskutiert in den letzten Tagen auf Social Media. Und zwar wird es keine Fastpass mehr geben, wie wir sie kannten. Also früher war es so, ihr seid mit eurer Eintrittskarte oder eurer Jahreskarte an so Automaten gegangen. Bei gewissen Attraktionen war das möglich. Ihr habt es dran gehalten, wenn es noch welche gab, und habt ihr ein Papierticket bekommen, und damit konntet ihr sozusagen in eine extra Warteschlange gehen für Fastpässe und musstet dann weniger warten für die gewisse Attraktion. War eine sehr, sehr schöne Sache. Ich bin sehr traurig, dass es das nicht mehr so geben wird. Weil es war schon praktisch, wenn man wusste, okay, ich möchte gerne abends Big Thunder Mountain nochmal fahren, dann hole ich mir dafür einen Fastpass und muss ich da nicht anstehen. Naja, das wird es nicht mehr geben. Jetzt wird es zwei neue Varianten geben. Die eine ist kostenlos, und die andere muss man bezahlen. Die erste Variante, die kostenlos ist, heißt Standby Pass. Den gab es wohl letztes Jahr schon, aber da ich Ende des Jahres nicht mehr im Park war, bevor er im Oktober geschlossen hat, konnte ich das noch nicht in Erfahrung bringen, wie das funktioniert. Ich habe es ja jetzt in meinem letzten Vlog einmal probiert, da war es aber noch nicht möglich. Ihr braucht auf jeden Fall erstmal die Disneyland Paris App. Da müsst ihr dann eingeloggt sein, oder ihr seid es schon.
Wenn ihr eingeloggt seid und eine Jahreskarte habt, war es bei mir so, dass die Jahreskarte automatisch drin war. Wenn ihr ein Tagesticket habt, müsst ihr das dann da einpflegen. Und dann wird auch direkt Standby-Pass vorne angezeigt. Da klickt ihr drauf und dann gibt es gewisse Uhrzeiten, zu welchen Attraktionen man einen Fastpass buchen könnte. Ich betone auf könnte. Was jetzt kommuniziert wurde, ist, dass man wohl nur, wenn der Park richtig voll ist, diese Standby-Pässe buchen kann. Was richtig voll heißt, kann ich euch noch nicht sagen. Ich werde es natürlich Ende Juli mal austesten, ob es dann funktioniert. Ja, der Standby-Pass steht natürlich Gästen, die in den Parks sind, zur Verfügung, zu oder für ausgewählte Attraktionen. Attraktionen sind Autopia, Big Thunder Mountain, Crush Coaster, was ich echt gut finde für Crush, aber also die werden super schnell weg sein. Noch schlimmer als Liberty App wahrscheinlich. Dumbo, Peter Pan's Flight. Ich bin heute überhaupt nicht im Redefluss. Ich weiß auch nicht. Ratatouille, Hyperspace Mountain und Tower of Terror. Also das sind die Attraktionen. Ich schreibe sie auch gerne nochmal hier auf, bei denen ihr den Standby-Pass buchen könntet. Wie funktioniert's? Ihr wählt eine Attraktion aus, einen Zeitslot und dann geht ihr zu der Attraktion hin. Ihr habt dann 30 Minuten Zeit, die Attraktion zu fahren, also hinzugehen und zu fahren. Es gibt ein 30 Minuten Zeitfenster. Wenn ihr den verpasst, ist natürlich abgelaufen. Und wenn der Termin verstrichen ist, könnt ihr dann einen neuen also einen neuen Pass buchen, vorausgesetzt, es gibt noch welche. Ja, ihr könnt auch, was ich gelesen habe, Pässe für die ganze Gruppe buchen, dass ihr alle zusammenfahren könnt. Da müssen aber auch alle Eintrittskarten oder Jahreskarten in eurer App registriert sein, sonst ist es nicht möglich. Und ja, ist das Zeitfenster erreicht, also seid ihr, sagen wir mal, auf 14 Uhr, fahrt ihr Big Thunder Mountain, dann zeigt ihr den QR-Code aus der App vor. Das ist alles theoretisch. Ich habe es noch nicht getestet. Wollte es gern testen. Ich würde es gern testen. Ja, also das alles zum Standby-Pass. Kommen wir zum viel umstrittenen Disney Premier Access Pass. Das wird der bezahlbare Fastpass sein, der ab diesem Sommer erhältlich sein wird. Wann, wie, wo, weiß man noch nicht. Wurde noch nicht kommuniziert. Und da belaufen sich die Kosten ab 8 Euro pro Person und pro Attraktion. Wie weit das nach oben gehen kann, weil es ist ja ab, kann ich euch nicht sagen. Ja, und es wird auch buchbar sein über die Disneyland Paris App. So, und da sind die Meinungen natürlich umstritten. Man bezahlt schon sehr viel Geld im Disneyland für Eintrittskarten und dann wollen die noch mehr Geld von einem haben für einen Fastpass. Ja, aber bei Attraktionen wie zum Beispiel Crush. Also, ich kann auch schon mal versprechen, einmal werde ich mir so ein Ticket auch buchen, um zu gucken, wie das abläuft. Wenn, dann werde ich es für Crush machen, weil bei Crush Coaster immer die längsten Schlangen und die längste Wartedauer ist und man kann es auch irgendwie nicht umgehen. Also früher konnte man, es gab ja früher nicht mal einen normalen Fastpass bei Crush, was ja immer so kritisiert wurde. Jetzt wird es wahrscheinlich, also welche Attraktionen bei dem Disney Premier Access Pass dabei sind, wurde auch noch nicht kommuniziert. Also ich hoffe, dass Crush auch dabei ist. Aber sicher weiß ich nichts. Aber für Crush, das wäre so eine Attraktion, die ich mir bei einem Ausflug vielleicht mal gönnen würde. Vielleicht. Oder wenn Leute dabei sind, die noch nie Crush gefahren sind, aber die Wartezeit irgendwie 90 Minuten sind, dann könnte man sich's überlegen. Ansonsten, ja, finde ich, hätte man. Das ist meine Meinung, ne? Also für Jahreskarten könnte man irgendwie, hätte man so ein Abo, so ein Jahresabo, keine Ahnung, 100 Euro im Jahr mehr, optional buchbar und dann habt ihr Fastpässe für alle Attraktionen oder so. Oder für ausgewählte Attraktionen, keine Ahnung, zweimal pro Tag oder so. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt alles meine Meinung, das ist jetzt alles hochspekulativ. Aber ich finde 8 Euro, ab 8 Euro pro Person, pro Attraktion schon echt viel. Das war das Thema, was in den letzten Tagen heiß und innig diskutiert wurde. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu diesem keine Fastpässe mehr, Standby-Pässe, Disney Premier Access-Pässe gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet, was ihr bereit wärt zu zahlen, für welche Attraktionen.
welche Möglichkeit ihr vielleicht besser fänden würdet. Ja, lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Kommen wir zur letzten Neuigkeit und der Neuigkeit, die wahrscheinlich die meisten Leute am meisten gefreut hat. Und zwar wird es wieder Jahreskarten geben. Ab 15. Juli könnt ihr wieder Jahreskarten kaufen und verlängern. Juhu! Gut, mich hat das jetzt nicht direkt betroffen, weil meine ist noch bis April nächsten Jahres gültig durch die ganzen Verschiebungen. Aber es gibt viele Leute, die sehnlichst auf Jahreskarten gewartet haben oder ihre verlängern wollen. Und jetzt kam die Bestätigung, ab 15. Juli ist es wieder möglich. Aber es gibt noch weiterhin einen kleinen Dämpfer, denn es sind weiterhin nur 3 Tage reservierbar. Also es war ja vor einigen Wochen kommuniziert worden, dass man mit der Jahreskarte nur 3 Tage vorreservieren kann. Und dann hatte man die Option, die Jahreskarte zu kündigen oder dass man das Geld zurückbekommt. Oder man hat es behalten und man hat, glaube ich, 1 oder 2 Monate gratis on top bekommen, wenn man die Jahreskarte schon hat. Also wenn ihr die jetzt neu kauft, kriegt ihr das nicht, weil die Bedingung jetzt schon fest klar vorausgesetzt ist. Aber wer vorher schon eine Jahreskarte hatte, hat, glaube ich, 1 oder 2 Monate gratis dazu bekommen, was ja auch nicht schlecht ist. Also, wie funktioniert ihr reserviert über das Reservierungsportal nur 3 Tage? Ich finde 3 Tage persönlich ein bisschen wenig. Ich hätte 5 besser gefunden, weil dann hätte man wenigstens 2 Wochenenden gebucht oder reserviert. Und es gibt halt Tage, an denen ich unbedingt in den Park will und die ich mir dann aus Angst nicht storniere, sonst habe ich Angst, dass später die Slots weg sind und dann ich dann nicht in den Park komme. Macht die Planung ein bisschen schwieriger, also wenn ihr eine Jahreskarte vorhabt zu kaufen, bedenkt, es sind nur zurzeit. Wie lang das sein wird, weiß man nicht. Es sind zurzeit nur 3 Tage buchbar. Ich packe euch auch unten noch in die Infobox den Link zu den Jahreskarten oder zu der Seite mit den Jahreskarten, was alles noch inkludiert ist und was die Jahreskarten dann kosten. Zu Preisen, ob es jetzt erhöht wurde oder irgendwas, wurde jetzt noch nichts kommuniziert. Aber wie gesagt, schaut mal unten im Link vorbei und dann findet ihr alle Informationen von Disneyland Paris. Ja. Das war's. Das waren alle Neuigkeiten. Ich finde ein relativ kurzes Video, aber für unter der Woche, also News-Update, finde ich das gar nicht so schlimm. Und ich denke, wie gesagt, werde ich diese Videos auch fortführen. Wie gesagt, wann, wie, wo, kann ich euch noch nicht sagen. Kommt darauf an, wie viele News immer aus Disneyland Paris kommen. Aber so kann ich es immer mal schön zusammenfassen in einem Video. Und dann habt ihr es auch sozusagen, also bei Instagram ist es ja nach 24 Stunden weg aus meinen Stories. Und hier ist es ein bisschen länger verfügbar. Und wer mir auf Instagram nicht folgt oder so, kein Instagram hat, kann die Neuigkeiten auch hier nochmal über diesen Kanal erfahren. Kommentiert mir gerne unten mal in der Infobox, in den Kommentaren, was ihr darüber haltet, über das neue Format Disneyland Paris News. Vielleicht werde ich irgendwann auch Disney News reinpacken, damit es ein bisschen ausgefüllter wird, wenn es Disney News gibt, generell zu einem neuen Film oder so. Packe ich das gerne auch in dieses Video. Und ja, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.